Schönheit der Antike für die preußische Hauptstadt. Schinkels Bauten verleihen dem Berlin des 19. Jahrhunderts neuen Glanz. Ich denke, dass nicht nur das 19. Jahrhundert durch Schinkel geprägt wurde, sondern dass er eigentlich bis heute Generationen von Architekten beeinflusst. Schinkel wagt Entwürfe, die in die Zukunft weisen. Mit jedem Bau strebt er nach einem Höchstmaß an Harmonie und Vollkommenheit. Und das trotz knapper Kassen und königlichem Sparkurs. Ein idealer Baumeister für Preußen. In Preußen wurde alles aus dem Mangel entwickelt und Schinkel musste aus dem Mangel schöne Gebäude machen. Der Architekt ist der Veredler aller menschlichen Verhältnisse. Schinkels Credo, mit dem er Berliner Baugeschichte schreibt. Doch der Baumeister ist auch der Innenarchitekt des preußischen Königs und seiner Familie. Als Preußens erster Designer liefert er der aufblühenden Industrie Entwürfe für Möbel, Vasen, für das Kunstgewerbe. Neben Caspar David Friedrich zählt er zu den bekanntesten Malern der deutschen Romantik. Und dann ist er noch Beamter in der obersten Bauaufsichtsbehörde des Landes. Pflichtbewusst, diszipliniert, eben ein Preuße. Für eigene kreative Arbeiten bleiben ihm oft nur die Nachtstunden. Den Begriff Workaholic gibt es noch nicht. Für ihn hätte man ihn erfinden müssen. Schinkel war fast Mitte 40, da bat ihn Friedrich Brockhaus um eine kurze Selbstbiografie für sein neues Konversationslexikon. Selbstbewusst schrieb Schinkel: Schinkel, Karl Friedrich, königlich preußischer geheimer Oberbaurat, Ritter des Roten Adlerordens dritter Klasse, Professor der Akademie der Künste in Berlin und Mitglied des Senats, Mitglied der Technischen Gewerbedeputation, Mitglied der Königlichen Akademie der Schönen Künste Frankreichs und der Akademie der Schönen Künste zu Kopenhagen, ist geboren den 13. März 1781 zu Neuruppin in der Mittelmark, wo sein Vater Superintendent bei der Hauptkirche war. Zusammen mit vier Geschwistern wächst Karl Friedrich in einem protestantischen Pfarrhaus auf, einer der deutschen Talenteschmieden, nicht nur in jener Zeit. Seine Kindheit wird durch ein furchtbares Ereignis überschattet. Ein Stadtbrand legt im August 1787 fast zwei Drittel von Neuruppin in Schutt und Asche. Schinkels Vater, der sich wahrscheinlich bei den Löscharbeiten eine Lungenentzündung zugezogen hat, stirbt zwei Monate später. Da ist Karl Friedrich gerade 6 Jahre alt. Friedrich Wilhelm II. Lässt die vom Brand betroffenen Familien entschädigen. In den Akten des Kreisarchivs findet man auch die Familie Schinkel, die 2000 Taler ausgezahlt bekommt. Nach dem Tod ihres Mannes hofft Mutter Dorothea, in der preußischen Hauptstadt bessere Ausbildungsmöglichkeiten für die Kinder zu finden und übersiedelt 1794 nach Berlin. Dort bestimmt ein aufwühlendes Kunsterlebnis Karl Friedrich Schinkels weiteren Lebensweg. Der zweite berühmte Neuruppiner, Theodor Fontane, beschreibt es in seinen Wanderungen durch die Mark. Es war im Jahre 1797, auf der damals stattfindenden Ausstellung der Akademie der Künste, dass ein großartiger, vom jungen Friedrich Gilli herrührender, fantastischer Entwurf eines Denkmals für Friedrich den Großen den tiefsten Eindruck auf Schinkel machte und ihn empfinden ließ, wohin er selber gehöre.
Eine Zeit, die dem Geniekult huldigt. Friedrich Gilly gilt als der preußische Baumeister der Zukunft. Mit Zähigkeit und Konsequenz, Eigenschaften, die Schinkels Leben prägen, gelingt es ihm, in der Bauschule der Gillys einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Vom renommierten Hofbaumeister David Gilly lernt er das Praktische. Mit dem bewunderten Jungstar der Berliner Architekten Friedrich Gilly träumt er von der Verwirklichung kühner architektonischer Ideen. Doch das Jahr 1800 wird Schinkels Leben entscheidend verändern. Sein verehrter Lehrer Friedrich Gilly stirbt, 28-jährig. Zuvor aber hat er seinem Schüler in einer Art Testament die Fortsetzung aller von ihm begonnenen Bauten übertragen. Schinkel hat quasi das architektonische Erbe Gillys antreten müssen, aber auch antreten wollen. Und aus dieser tragisch, aber glücklichen Konstellation heraus kam Schinkel in die Lage, selbst architektonisch gesehen mündig zu werden. Gillys Bautestament führt den erst 19-jährigen Schinkel durchs Land. Im märkischen Bärwinkel baut er ein Molkenhaus in Form einer romanischen Basilika. Es ist ein landwirtschaftliches Nutzgebäude, eine Käserei und ein Ausflugsort für die Gutsherrschaft. Schinkel nutzt den einheimischen Raseneisenstein als billiges Baumaterial und veredelt die Mauern mit gebrannten Backsteinen. Schinkel betritt ja mit dem Molkenhaus in Bärwinkel eigentlich neues Terrain, architektonisch neues Terrain. Das zeigt sich im Städtebaulichen. Also das Vorwerk wird nicht mehr als Dreiseit- oder Vierseithof mit der Tenne in der Mitte angelegt, sondern das Vorwerk wird als Ornamented Farm, also als ambitionierten Teil im Landschaftsgarten, in der Landschaft, in der ästhetisch begriffenen Landschaft errichtet. Schinkel nennt das Molkenhaus seinen erheblichsten Bau der Anfangsjahre. Den Pomona-Tempel von Potsdam, der als Schinkels erste Arbeit gilt, hat er selbst nicht in die Liste seiner Bauten aufgenommen. Von dem ersten verdienten Geld und einer kleinen Erbschaft leistet er sich eine Reise nach Italien, die sein weiteres Leben prägen wird. Es ist im Grunde wie im Frühling, dass sich manchmal in ganz kurzer Zeit alles entfaltet und plötzlich in großer Blüte dasteht. Das ist das Hinreißende an diesem ersten Italien-Erlebnis. Im Mai 1803, Schinkel ist 22 Jahre alt, macht er sich mit seinem Studienfreund Gottfried Steinmeier auf den Weg. Er führt über Prag, Wien nach Triest, wo Schinkel überwältigt den ersten Blick aufs Meer erlebt. Ein zweites Mal erlebt er die Stationen seiner Reise, wenn er sie in seinem Skizzenblock verewigt. Er hatte ein ganz ausgezeichnetes visuelles Gedächtnis und er konnte also, wenn er abends im Gasthaus war, diese Zeichnungen weiter ausführen. Dabei kam es ihm nicht auf die wirklich exakte Wiedergabe des Gesehenen an und vielfach ging seine Fantasie mit ihm durch und er hat das, was er gesehen hat, verbessert. Und da kam dann sein schöpferischer Impuls als Baumeister durch und er meinte dann, auch diese Stadt müsste eigentlich so und so aussehen. Als Schinkel in Rom ankommt, sind die Widrigkeiten von unterwegs, betrügerische Reiseführer, das leidige Geldproblem vergessen. Überwältigt schreibt er an seinen Vetter in Berlin, einem der Reisesponsoren.
Aber plötzlich fährt wie ein Blitzstrahl der Anblick des ersten Tempels der Welt, des Doms von St. Peter, der hinter den Hügeln zuerst sich zeigt, in das Herz. Und dann breitet sich in der reichsten Ebene nach und nach auf seinen 7 Hügeln das weite Rom mit seinen unzähligen Schätzen unter dem Staunenden aus. Es ist weise zu schweigen, denn über das Erhabenste klingt jedes Wort gemein. Porträt aus dem Fenster meiner Wohnung in Rom, San Pietro in der Ferne, nennt Schinkel diese Zeichnung. Seine Bilder von Landschaft und Architektur machen den jungen Mann bekannt in Roms deutschen Künstlerkreisen. In Rom besucht er dann den preußischen Gesandten beim Heiligen Stuhl. Damals gab es noch den Kirchenstaat, der also von Bologna bis kurz vor Neapel reichte. Und da gab es also einen preußischen Gesandten, das war Wilhelm von Humboldt. Und dem weiß er sich zu empfehlen. Er hatte eine Masse Reisezeichnungen schon gemacht, auf dem Weg über die Alpen und so weiter, und gewinnt also den Humboldt fürs Leben. Eine Begegnung, die Schinkels Lebensweg entscheidend beeinflussen wird. Voller Bilder und Ideen kommt er nach Preußen zurück. Doch die Zeit um 1805 ist keine gute Zeit für junge Baumeister. Der neue starke Mann Europas, Napoleon, will sein Imperium vergrößern. Der zaudernde Friedrich Wilhelm III. Von Preußen versucht zwar, jedem Konflikt aus dem Wege zu gehen, vergeblich. Bei Jena und Auerstedt werden die Preußen vernichtend geschlagen. Die Königsfamilie flüchtet nach Ostpreußen. Napoleons Truppen marschieren durchs Brandenburger Tor. Und wie üblich nach verlorenen Kriegen bedient sich der Sieger an den Kunstschätzen des Landes. Die Berliner beschimpfen ihn Pferdedieb. Schinkel muss Geld verdienen. Dabei kommen ihm seine Reisebilder zugute. Für das Diorama der Gebrüder Gropius malt er auf riesige Leinwände, fast 4 Meter hoch und bis zu 30 Meter lang, ferne Landschaften und Städte. Durch Musik und Beleuchtungseffekte zieht dieser Vorläufer des Kinos Scharen von Zuschauern an. Schinkels Biograf Gustav Friedrich Wagen berichtet über eine für Schinkel sehr bedeutungsvolle Vorführung. Der König und die Königin, damals erst kürzlich nach Berlin zurückgekehrt, beehrten nämlich die Ausstellung mit ihrem Besuch. Und die Königin nahm so lebhaftes Interesse daran, dass Schinkel auf Befehl des Königs sich auf dessen Platz neben die Königin setzen musste, um ihr die Bilder bequemer im Einzelnen zu erklären. Einer der wenigen erhaltenen Entwürfe eines Dioramas, der Brand von Moskau. Anfang vom Ende Napoleons. Mit Marschall Vorwärts, General Blücher an der Spitze, jagen preußische, russische und englische Truppen die Franzosen aus dem Land. Im geheimen preußischen Staatsarchiv liegen die Akten, die Auskunft erteilen über Schinkels weitere Zukunft. Möglicherweise spielt dabei die Begegnung mit Königin Luise eine Rolle. Mit Sicherheit aber hat die Fürsprache Wilhelm von Humboldts ihm zu einer Lebensstellung verholfen. Das ist die Anstellungsakte von Karl Friedrich Schinkel als Oberbauassessor. Und sie fängt an mit dem Diensteid, den Schinkel 1810 vor dem Kollegium der Oberbaudeputation abgelegt hat. Zum einen ist er verpflichtet auf Verbesserung des Bauwesens zu achten und zu raffinieren, welcher Gestalt die Bauten tüchtiger und dauerhafter wie bisher auch mit mehrerer Menage, das heißt Sparsamkeit, errichtet werden können. Dann wurde für Schinkel in der Oberbaudeputation ein Amt geschaffen, ästhetische Beratung oder so. Das heißt, die
Die ganzen Staatsbauten wurden in der Oberbaudeputation nachkalkuliert und kontrolliert. Und jetzt werden sie auch noch ästhetisch auf architektonische Schönheit kontrolliert. Und das macht Schinkel. Und jetzt ist er von 1810 bis 1840, ist er 30 Jahre lang der Architekturpapst für alle Staatsbauten in Preußen. Dass auch in den entferntesten Landesteilen Preußens schön gebaut wird, macht sich Schinkel zur Lebensaufgabe. Am Anfang seiner Karriere aber ist er zunächst froh, mit einem Jahresgehalt von 1200 Talern eine auskömmliche Existenzsicherung zu haben. Der König hat für den jungen Baumeister gleich eine anspruchsvolle Aufgabe. Er wünscht sich einen Dom als würdiges Denkmal für die Befreiungskriege. Von den über 4000 Zeichnungen, die Schinkel hinterlassen hat, findet man eine große Zahl im Kupferstichkabinett Berlin, darunter auch die Entwürfe für den Dankesdom, der, so schreibt Schinkel in einer Denkschrift, zu einer Jahrhundertkathedrale des preußischen Volkes werden soll. Dem König gehen die Pläne des jungen Architekten zu sehr ins Große. Vielleicht sind sie ihm aber auch einfach zu fortschrittlich demokratisch. Übrig bleibt ein Denkmal für die Befreiungskriege in Form einer gotischen Turmspitze, das 1821 eingeweiht wird. Damals stand es am Stadtrand von Berlin auf dem Tempelhofer Berg. Das Eiserne Kreuz auf der Spitze bescherte dem Hügel am Rande der Stadt und später auch einem Stadtteil Berlins einen neuen Namen, Kreuzberg. Schinkel hat das Eiserne Kreuz nach einer Idee des Königs entworfen, eine Kriegsauszeichnung, die an Soldaten und Offiziere gleichermaßen verliehen wurde. Am 7. August 1814 feiert Friedrich Wilhelm III. Mit einer Truppenparade den Sieg über Napoleon. Die geraubte Quadriga steht wieder auf ihrem Platz. Aus der Friedensgöttin ist die Siegesgöttin Victoria geworden, mit Schinkels eisernem Kreuz im Lorbeerkranz. Zur Siegesfeier musste sie sich aus Zeitgründen mit einem Holzmodell begnügen, das mit Ölfarbe auf Metall getrimmt war. Später, in der DDR, durfte sie nur noch den Lorbeerkranz tragen. Schinkels eisernes Kreuz war als militaristisches Symbol verpönt. Napoleon war nun endgültig niedergerungen. Er war im Exil. Der König kam von den Friedensschlüssen zurück und brauchte oder bestellte bei Schinkel ein Wachgebäude für seine Leibgarde. Es ist also das Jahr, in dem Schinkel sich mit den städtebaulichen Rahmenbedingungen der Stadt auseinandersetzt. Und am Ende setzt er eben dieses klassizistische neue Gebäude genau in die Achse der Linden, wo beginnend am Brandenburger Tor bis zur Kommandantur oder bis zur späteren Schlossbrücke dann eine geschlossene Achse von Repräsentationsbauten entstand. Der König ist ein schwieriger Bauherr, doch Schinkel lernt, mit dem Kompromiss zu leben. Wenn der königliche Auftraggeber Pläne ablehnt, antwortet Schinkel mit immer neuen Entwürfen, um so viel wie möglich von seinen Intentionen zu retten. Und beim knausrigen König Friedrich Wilhelm III. Punktet er mit Sparvarianten. Richtig ist, dass er immer unter diesem Sparsamkeitsedikt sozusagen zu leiden hatte. Bei der Wache ist das nicht so sehr deutlich, wenngleich dieser Bau gänzlich in Naturstein geplant war, wie andere auch, und er dann an den Seiten, an der Rückfront eben auf ein vaterländisches Material zurückgriff, so kann man das durchaus sagen, nämlich auf den Backstein, auf den unverputzten Backstein. Und hier ist es natürlich eher eine Reduktion seiner ursprünglichen Gedanken. Während des Baus der neuen Wache brennt das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt bis auf die Grundmauern nieder. Für Schinkel bald ein neuer Auftrag. Er hat
hat es inzwischen auf der Stufenleiter der preußischen Beamten zum geheimen Oberbaurat gebracht und wird sogar auf staatstragenden Gemälden verewigt. Schinkel sagt nicht gleich Ja zu dem Auftrag. Er lässt sich bitten. Nehmen Sie es mir nicht übel. Ich verstehe Sie nicht. Ganz und gar nicht. Wird einem Architekten so etwas vielleicht jeden Tag angeboten? Gerade weil ein solches Angebot einmalig ist, werde ich nicht um einen Deut von meinen Bedingungen abweichen. Aber warum nicht? Weil ich meine Erfahrungen habe. Weil ich bereits Pläne über Pläne, Entwürfe über Entwürfe gemacht habe. Da, sehen Sie sich das an. Das Grabmal der Königin Luise. Denkmal für die Befreiungskriege. Neugestaltung des Tiergartens. Und jeder Plan ist ein Stück meines Lebens. Und es genügt ein Federstrich von höchster Hand und alles, was übrig bleibt, ist Papier. In einem Brief von 1836 schreibt er über die bitteren Erfahrungen, die er in seinem Dienstverhältnis machen musste. Da schreibt er eben wirklich, wie er leidet, wirklich leidet unter diesen Entwürfen, die nie gebaut wurden. Wie viel Herzblut er da reingesteckt hat, das ist ein Brief, da kommen einem wirklich die Tränen, wenn man ihn liest. Und eine Gegenmaßnahme von ihm war ja auch, dass er die architektonischen Entwürfe herausgegeben hat. Und dann zeigt er eben wirklich, wie er es sich gedacht hatte. Also diese architektonischen Entwürfe sind auch so eine Dokumentation seiner Leidenschaften, denke ich, die sehr geschickt und sehr verhaltend und sehr klug diese Sache nochmal zum Ausdruck bringen. Innerhalb weniger Tage genehmigt Friedrich Wilhelm III. Die Pläne für das neue Theater. Schinkels Forderungen werden erfüllt. Die Architektur des Baus samt innerer und äußerer Verzierungen liegt allein in seiner Hand. Nicht nur bei Hofe, überall in Preußen ist der Baumeister Schinkel ein gefragter Mann. Im Auftrag des Staatskanzlers Fürst Hardenberg verwandelt er die Dorfkirche auf dessen Landsitz in ein klassizistisches Schmuckstück. Für Schinkel wieder eine Möglichkeit, das Himmelsgewölbe auf die Erde zu holen. Die Stunden, die er auch als Beamter in der Kutsche verbringt, sind nicht zu zählen. Denn alle Bauten über 500 Taler landen auf Schinkels Schreibtisch. Er korrigiert oder entwirft neu, wie hier den Leuchtturm von Arkona. Es ist en vogue, sich von Schinkel etwas bauen zu lassen. Und Preußen ist groß. Es reicht von Köln bis Königsberg. Das Jagdschloss Antonin, liebevoll restauriert und heute ein Hotel, baut Schinkel für den Statthalter von Posen, Fürst Radziwill, den Ehemann der Prinzessin Luise von Preußen. Es wird als Holzbau bezeichnet, es ist aber Fachwerk, gemauert mit hölzernem Gerüst und mit Holz verkleidet. Der Fürst selbst hat gesagt, es soll also mit Ölfarbe gelb gestrichen werden, um dem Holz zugleich Glanz und Dauer zu verleihen. Und das Primäre ist natürlich die Form, die Schinkel. Also man denkt, es kann nur so sein und nicht anders. Es ist ein Kreuzachteck mit einem achtseitigen Zeltdach, aus dem dann als Schornstein und Fahnenträger dieser gemauerte Kamin, der durch das Ganze geht und die Form einer riesigen antikischen Säule hat, also als feste Auflage auch für die Decke geht. Der Fürst hat ihn gut bezahlt, das war selbstverständlich. Also Privatleute haben immer die Forderung, die Schinkel stellte, erfüllt oder auch übererfüllt, großzügig. Seit 1809 ist Karl Friedrich Schinkel mit Susanne Berger verheiratet. Sie haben 4 Kinder, die der Vater in knappen Freizeitstunden zeichnet. Ein Brieffreund nennt sie humorvoll den bescheidenen Sohn, die kunstreiche Susanne, das spröde Lieschen und die sorgsame Marie.
wenn die Familie zusammensaß und der Freunde zu Besuch waren, hatte er immer neben sich einen Block, einen Zeichenblock zu liegen, um nach einer Tasse Tee sofort sich wieder auf seine Arbeit zu konzentrieren. Das zeigt auf der einen Seite, dass er ein sehr familiärer Mensch war. Zu seinen Kindern, zu seiner Frau hatte er ein außerordentlich gutes Verhältnis. Aber ihn drückte natürlich zu jeder Zeit das Pensum der Arbeit. Der Sohn trägt den Namen von Schinkels Lieblingsmaler, Karl Raphael. Von ihm leben heute noch Nachkommen in Neuruppin. Ja, also ich bin ja praktisch der Ururenkel von Karl Friedrich Schinkel. Karl Friedrich Schinkel hatte Töchter und einen Sohn. Und dieser Sohn, Karl Raphael, war zweimal einmal hat er 5 Kinder gehabt, da war er erst nicht verheiratet, aber dann mit der zweiten Frau war er verheiratet und hatte 2 Söhne, Theodor und Friedrich. Und Theodor ist der Vater meiner Schwiegermutter, die ist also noch eine geborene Schinkel, und der Sohn von Christa Röllig, geborene Schinkel, ist mein Mann. Schinkel hat wieder ein Stück klassizistisches Berlin vollendet. Nach 3-jähriger Bauzeit wird das Schauspielhaus im Mai 1821 mit Goethes Iphigenie eingeweiht. Der Dichter schreibt für den festlichen Tag gleich noch einen Prolog, in dem er dem königlichen Bauherrn, aber auch dem Baumeister das gehörige Lob zollt. Denn euretwegen hat der Architekt mit hohem Geist so edlen Raum bezweckt. Schinkels Einfall, den Gendarmenmarkt mit dem neuen Schauspielhaus als Bühnenbild zu nutzen, wird begeistert gefeiert. Die berühmten Bildhauer Rauch und Tieck haben den reichen Figurenschmuck des Theaters gestaltet. Doch der König grollt seinem Baumeister. Statt geplanter 750.000 Taler kostet es 100.000 mehr. Aber Schinkel setzt dagegen, dass er letztendlich die Verantwortung trägt. Der Architekt ist seinem Begriffe nach der Veredler aller menschlichen Verhältnisse. Er muss in seinem Wirkungskreise die gesamte schöne Kunst umfassen. Plastik, Malerei und die Kunst der Raumverhältnisse schmelzen bei ihm zu einer Kunst zusammen. Gleichgültigkeit gegen bildende Kunst liegt nahe an Barbarei. Der Raum soll empfänglich machen für den Genuss, der den Besucher erwartet. Schinkel hat sich für die Rotunde, die Eingangshalle des Museums am Lustgarten, das Pantheon von Rom, den größten Kuppelbau der Antike, zum Vorbild genommen. 1198 Gemälde aus den königlichen Sammlungen präsentieren sich dem Publikum, als das Museum 1830 zum 60. Geburtstag Friedrich Wilhelms III. Eröffnet wird. Die großen Staatsbauten sind zugleich auch ein Stück preußischer Wirtschaftsförderung. Einheimisches Material wird von einheimischen Firmen verarbeitet. Fast 200 Jahre haben die gusseisernen Dioskuren von Christian Tieck auf dem Museumsdach Wind, Wetter und dem Eisenhagel des Krieges getrotzt. Ihre Restaurierung ist auch heute ein Stück Wirtschaftsförderung. Schinkel sieht, dass der Eisenguss nicht nur vielseitige Möglichkeiten beim Bauen eröffnet. Seit 1821 gibt es die Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker. Herausgegeben von Schinkel und seinem Freund Peter Christian Beuth, dem Vater des preußischen Gewerbewesens. Sie sehen es als ihre patriotische Pflicht an, der aufblühenden Industrie Modelle an die Hand zu geben, die von ihr kostenlos genutzt werden können. Wie hier das Geländer von Schinkels Schlossbrücke. Das vaterländische Material Eisen wird in Preußen produziert, wie auch die Backsteine, von denen allein am Museum über 6 Millionen verbaut wurden.
Er hat den Ziegel genau studiert, schon während seiner ersten Italienreise. Und es gibt Briefe an David Gilli, wo er ganz begeistert über diesen Ziegel schreibt. Also es war sicher auch, Schinkel hat ja auch hart gerechnet und deswegen hat er in Backstein auch gedacht. Eine gotische Kirche ohne gotischen Schmuck. Sein gotisches Schmerzenskind nennt Schinkel die Friedrich-Werdersche Kirche, eine der vielen Kirchen, die er gebaut hat. Ihm schwebte eher ein klassisch orientierter Säulenbau vor. Doch auf Drängen des preußischen Kronprinzen entschied er sich schließlich doch für diese schlichte Gotik und den wirkungsvollen Backstein. Außen ist es die komplette Materialsichtigkeit, die für ihn wichtig war. Und innen haben wir ja diesen Sandstein, vermeintlichen Sandstein. Das alles ist ein Werk des Pinsels. Also das ist eine Sandstein-Imitationsmalerei. Und natürlich ist dahinter Ziegelmauerwerk. Die ganzen Wände sind aus Ziegeln. Und das Gewölbe oben ist einschalig, ebenfalls aus Ziegeln gemalt. Dahinter sind echte Ziegel, aber diese Sternform, dieses Sterngewölbe, das ist wirklich eine Imitationsmalerei. Und wir haben hier in diesem Feld, Sie sehen ein dunkles Feld da in dem Gewölbe und das Stück ist noch original da oben und man sieht eben wirklich, dass es von Schinkel so gedacht war mit dieser Steinimitationsmalerei, Ziegelimitationsmalerei. Materialsichtigkeit hat eben auch Grenzen, wenn man ein Perfektionist ist. Der Oberbaudirektor Schinkel, er ist inzwischen wieder befördert worden, beklagt sich wegen Arbeitsüberlastung. Für eine Dienstreise, die er zum Beispiel nach Ostpreußen unternimmt, braucht er fast 2 Monate. 2000 Kilometer in der Kutsche. Kaum Zeit für kreative Arbeiten. In der Tat gibt es genügend Dokumente, die belegen, dass also Schinkel über Arbeitsüberhäufung klagt. Aber wir haben dann den Fall, dass einmal der König diesen Klagen dann doch sein Gehör geschenkt hat und darauf eingehen wollte, Schinkel von seinen Pflichten bei der Oberbaudeputation zu entbinden. Und da wurde dann alles in Bewegung gesetzt, selbst der Minister schaltete sich ein und sagte, so sei es nicht gemeint gewesen, dass Schinkel hier von befreit werden wollte, weil und man würde ihn im Übrigen ja auch an dieser Stelle nach wie vor benötigen. Und das wird erst einsichtig, wenn man sich vor Augen hält, welche Möglichkeiten mit dieser Verwaltung einem Fachbeamten an die Hand gegeben waren. Nicht? Sie hatten die Möglichkeit, sich ein umfassendes Bild zu verschaffen und sie hatten die Möglichkeit, eben dann auch Entwicklungen zu steuern. Wenn Schinkel der eingereichte Entwurf eines Architekten missfällt, zeichnet er einen neuen und verlangt dessen Ausführung. Das erklärt, weshalb in so unterschiedlichen Landstrichen Preußens Schinkelbauten zu finden sind. 1815 schon schreibt Schinkel eine Denkschrift zur Erhaltung aller Denkmäler und Altertümer. Auf seinen Dienstreisen sieht er, in welch jämmerlichem Zustand sich bedeutende Bauwerke befinden, wie zum Beispiel der Kölner Dom. Der Kampf um die Fertigstellung und Sanierung dieses Torsos altdeutscher Baukunst kosten Schinkel viel Kraft und Zeit. Als einer der ersten Denkmalschützer Preußens findet er dabei im Kronprinzen, dem künftigen König Friedrich Wilhelm IV., einen Verbündeten. Aber immer neue, oft selbst auferlegte Pflichten, die Schinkel diszipliniert abarbeitet, untergraben seine angegriffene Gesundheit. Sein Gesundheitszustand hatte sich im Prinzip seit Anfang der 30er Jahre immer wieder verschlechtert. Und er hatte dann mehrere Male darum gebeten, auf Anraten seines Arztes Kuraufenthalte zu genießen, in den verschiedensten Kurorten, einschließlich Karlsbad. Und jedes Mal, wenn er von der Kur zurück, und wenn er dort zur Kur gefahren ist, hat er das aber immer mit dienstlichen Dingen verbunden. Da wurde was gebaut, da wurde was gebaut und das hat er immer mit kontrolliert. Er ist zum Beispiel von Karlsbad nach Erdmannsdorf ins Riesengebirge gefahren, um den Bau der Kirche, die er entworfen hatte, zu verfolgen.
Bauen ist Schinkels Lebenselixier. Nur wenige Schritte entfernt von der Friedrich-Werderschen Kirche entsteht zwischen 1832 und 1836 seine berühmte Bauakademie. Hier auf dem Gemälde präsentiert sie Schinkel dem Freund Peter Beuth. Von Schinkels architektonischem Aufbruch in die Moderne gibt es heute nur einen Eckpfeiler und die im Wind flatternde Kulisse. Und die Hoffnung, dass sich Sponsoren finden für den Wiederaufbau. In der Bauakademie erhielt die Oberbaudeputation endlich angemessene Diensträume. Das oberste Stockwerk in dem roten Backsteinbau bezog der Baumeister selbst. Jetzt wird also aus dem vaterländischen Backstein, den man eben hier machen konnte, wird eben dieses wunderbare Gebäude gebaut. Und Schinkel hätte es gerne, deswegen ist ja dran dieses große Programm von Zierat, er hätte gern gehabt, dass es offizielle Architektur wurde. Aber es ist eben nicht offizielle Architektur geworden, sondern es ist die Architektur der Berliner Fabriken geworden. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Bauakademie schwer beschädigt und 1962 auf Beschluss der DDR-Regierung zurückgebaut, wie man den Abriss aufgrund vieler Proteste verharmloste. Sie stand den Stadtplanern im Wege, weil um den Kupfergraben herum die neue sozialistische Mitte Berlins entstehen sollte. Also diese Kupfergrabenlandschaft ist mir als Planungsleistung so ungeheuer lieb, weil er durfte am offiziellen Stadtzentrum ja nichts ändern. Er hat einfach zu den vorhandenen Barockachsen und so, hat er dann eine neue Ebene sozusagen drunter durchgelegt an dem Kupfergraben lang und hat jetzt das alles interpretiert, ohne es kaputt zu machen. In seiner Kupfergrabenlandschaft wird das Zeughaus ein großer Kubus und wird das Museum und das Schloss werden große Kästen, weil er mit der Bauakademie und dem Speicher in dem Spackhof diese Kubentonart anschlägt. Während Architekten immer und Schinkel selber auch, wenn sie Gelegenheit haben, trampeln sie alles nieder, was ihnen im Weg ist. Und das durfte er dann nicht. Und das ist mein Ideal von Planung, dass man eine große, eine Weltklasse Planung macht, ohne was kaputt zu machen. Das ist doch überhaupt super. Den Charlottenhof verwandelt Schinkel zusammen mit dem Gartengestalter Lenné in ein Stück romantischer Antike auf kargem märkischem Sand. Fast die gesamte Innenausstattung ist heute noch so erhalten, wie sie Schinkel für den Sommersitz des Kronprinzenpaares entworfen hat. Der Kronprinz soll ihm einmal bei Frustrationen durch den königlichen Dienstherrn gesagt haben: Kopf oben, Schinkel, wir wollen eins zusammen bauen. Doch dazu kommt es nicht mehr. Schinkels schonungsloser Umgang mit seinem Körper rächt sich. Es gibt Lähmungserscheinungen, Ausfälle beim Sprechen. So ab 1836 ist immer ein Hin und Her. Gesund zur Arbeit, durch die Arbeit krank, in der Kur. Und dieser Prozess vollzog sich dann bis 1839, 1840. Am 9. September 1840 tritt ein Ereignis ein, über das der Freund und Biograf Gustav Friedrich Wagen erschüttert berichtet. Der Chirurg wurde gemeldet und ich reichte Schinkel mit den Worten die Hand zum Abschied. Nun, nach dem Aderlass wird es mit dem Sehen gewiss bald wieder besser gehen. So wenig ahnte ich auch nur entfernt, was wenige Minuten darauf eintrat. Denn kaum waren ihm 10 bis 12 Unzen Blut entzogen, so sank er beim Zubinden der Ader in eine tiefe Ohnmacht, um nie wieder zum vollen Bewusstsein zurückzukehren. Das Furchtbarste bleibt immer, dass ein Mann von einer Persönlichkeit wie Schinkel, dem Leben ohne Tätigkeit ärger als der Tod war und der sich nie gerne von anderen bedienen ließ, länger als ein Jahr in einem halbbewussten und gänzlich hilflosen Zustande zubringen musste. Es ist eine Art Wachkoma. Schinkel dämmert über ein Jahr dahin, gepflegt von seiner Frau Susanne. Am 9. Oktober 1841 stirbt er. 12 Schüler der Bauakademie tragen seinen Sarg. Hunderte Berliner folgen ihm. Das ist der Beileidsbrief an die Witwe Schinkels.
vom König Friedrich Wilhelm IV. Er schreibt zwar nicht König Friedrich Wilhelm IV., aber er schreibt Friedrich Wilhelm drunter. Mit tiefem Schmerz habe ich das Hinscheiden ihres Gatten vernommen. Der Verlust, den ich selbst in ihm erleide, lässt mich umso größere Teilnahme für den ihrigen empfinden. Wie er durch seine Kunstschöpfungen im Gedächtnis der Mit- und Nachwelt fortlebt, sichert ihm auch sein persönlicher Wert das dauernde und dankbare Andenken seiner Freunde, zu denen sich gern zählte sein König Friedrich Wilhelm. Sanssouci, den 22. Oktober 1841. Hätte er anders leben können? Hätte er vielleicht dann die Lebenszeit gehabt, noch zu bauen, was er geträumt hat? Das Zarenschloss Orianda auf der Krim. Ein Berliner Kaufhaus unter den Linden. Theodor Fontane schreibt in seinem Nachruf: Wenn wir uns ein annähernd richtiges Bild davon entwerfen wollen, welche Art und welchen Umfang es sein Schaffen war, so müssen wir nicht allein das im Auge haben, was er widerstrebenden Gewalten gegenüber aus Berlin wirklich machte, sondern vor allem auch das, was er daraus machen wollte. Nur die Mappen Schinkels geben Auskunft darüber, was damals alles gedacht, entworfen, erstrebt wurde. Das Wenigste trat ins Leben. Er diente einem sparsamen König, in einer Gänse.